BRT Live, herzlich willkommen aus der Innovation Factory hier im Bundesrechenzentrum. Wir sprechen heute über das Thema Mobile App Development und mein Name ist Julian Unger und es freut mich sehr, dass Sie live dabei sind. Ja, Mobile App Development ist ein ganz wichtiges Thema. Viele von uns wollen ja digitale Verwaltung am Handy machen, nicht nur von zu Hause aus, und das ist auch ein Thema, das sicher Zukunft hat. Ja, ganz herzlich willkommen heißen darf ich unseren Gast heute, Clemens Schweiger. Du bist Produktmanager für den Grünen Pass. Herzlich willkommen. Und ich darf die Aufforderung an Sie richten, Fragen zu stellen. Wir sind live, das heißt, Sie können Fragen an Clemens Schweiger oder an das BRZ insgesamt natürlich richten und wir werden versuchen, das heute hier zu beantworten. Wenn sich das nicht mehr ausgeht, dann haben wir natürlich auch eine ganze Anzahl an Kontaktadressen, wo Sie unsere Recruiter zum Beispiel auch erreichen. Vielleicht wollen Sie sich ja bewerben im BRZ, nutzen Sie auf jeden Fall die Gelegenheit, das würde uns freuen. Ja, Stichwort grüner Pass. Clemens, du bist Produktmanager vom grünen Pass. Vielleicht sag uns mal ein bisschen, was sind so deine Aufgaben als Produktmanager, bevor wir dann ins Detail gehen. Ja, schön, dass ich da sein kann. Produktmanager ist eigentlich der interne Unternehmer im BRZ. Was heißt das genau? Das heißt im Wesentlichen die strategische, technische, aber auch kaufmännische Steuerung für das jeweilige Produkt. Und es ist auch eine Führungsaufgabe, und zwar führt man im Wesentlichen die Projektleiter oder den Projektleiter als interner Projektauftraggeber für all jene Dinge, die neu umgesetzt werden oder neu entstehen oder auch Erweiterungen zu bestehenden Themen. Und da ist ja so die Grüner Pass App entsprechend eins der Beispiele. Und dann auch für all jene bestehende Infrastrukturen und Anwendungen führt man den Operations Manager und dessen Team, das im Wesentlichen dann diesen sicheren und auch unterbrechungsfreien Betrieb sicherstellt. Ja, Mobile Apps sind ja nicht ganz neu im Verwaltungsbereich. Warum ist es in letzter Zeit oder auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, auf das Thema Apps zu setzen? Grundsätzlich ist es so, dass Digitalisierung in Österreich natürlich einen sehr hohen Stellenwert hat. Und die Ansprüche der Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch natürlich der Bürgerinnen und Bürger an uns und an die Verwaltung sind selbstverständlich die gleichen am Ende wie an große internationale Digitalkonzerne. Das heißt, die Latte liegt sehr hoch und insofern verschiebt sich auch immer mehr an Zeit, die man vor diversen Screens verbringt, auf das mobile Endgerät und entsprechend natürlich auch die Örtlichkeit, wo man digitale Dienste nutzt, findet im Prinzip eben nicht mehr nur zu Hause vor dem Desktop statt. Und insofern ist es zwangsläufig auch wichtig, dass man auf diesen Endgeräten dort, wo die Hauptzeit der Nutzerinnen und Nutzer auch stattfindet, dass man dort präsent ist. Aber natürlich muss nicht alles zur App werden. Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich ganz viele Anwendungsbereiche gibt, wo nach wie vor eine klassische Webanwendung deutlich sinnvoller ist als eine mobile App. Aber wir sind auch in den internationalen Rankings in Österreich wirklich, denke ich, sehr, sehr gut unterwegs. Wir haben da in den letzten 3 Jahren insbesondere sehr starke Aufholjagd hingelegt. Und gerade unsere deutschen und Schweizer Nachbarn schauen in puncto digitaler Verwaltung, denke ich, auch immer wieder mal mit ein bisschen Neid auf uns hinüber. Und ich glaube, dass wir da jetzt vor allem daran arbeiten müssen, dass also diese Vielzahl an digitalen Diensten, die schon zur Verfügung steht, auch de facto breitflächig genutzt werden. Das wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein, nicht nur die Bereitstellung, sondern eben auch die de facto Nutzung dieser Services. Ja, mobile Nutzung ist offensichtlich das Thema, wo die Reise hingeht. Stichwort Reise, das war ja jetzt nicht ganz einfach während Corona leider. Und Corona hat natürlich auch zu einem enormen Digitalisierungsschub geführt. Da ist ganz viel weitergegangen. Und etwas, was dazugekommen ist, eine App, die entwickelt wurde, die kennen Sie alle. Das ist der Grüne Pass. Wahrscheinlich haben Sie die auch installiert, hoffentlich zumindest. Und du bist der Produktmanager dieser App des Grünen Passes. Vielleicht kannst du uns ein bisschen da erzählen, wie der Grüne Pass entstanden ist? Gerne. Die App, die jetzt jeder in der Hand hält, ist ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Denn der Grüne Pass ist viel, viel mehr. Ich würde fast sagen, 99% der Energie ist im Wesentlichen hineingeflossen in ein extrem performantes Back- und Frontend. Denn
Hier ging es darum, dass in sehr, sehr kurzer Zeit, im Wesentlichen am Tag 1 nach Produktivsetzung, Millionen Requests über diese Plattform laufen müssen. Und vor allem ist diese in einer Art und Weise im menschlichen, also im täglichen Leben am Ende auch aller Österreicherinnen und Österreicher eingebunden, dass das ganz zentral ist, dass dort eben das rund um die Uhr funktioniert. Von 6 Uhr früh Schichtbeginn in irgendwelchen Unternehmen und der fertigenden Industrie bis hin zu am Samstag in der Schlange vor dem Club. Überall dort muss der grüne Pass bzw. dieses Ökosystem funktionieren. Das war eine ganz große Herausforderung, eben da etwas hinzustellen, dass diese Anforderungen auch trifft. Insofern haben wir uns sehr frühzeitig mit dieser Frage auseinandergesetzt. Im Herbst 2020 haben wir uns da schon im Rahmen eines Innovationsprojektes einmal selbst überlegt, was man hier tun könnte, um diesen gesamten Prozess der Testabwicklung und entsprechend auch dann die Fälschungssicherheit dieser Testergebnisse sicherstellen kann. Daraus ist im Prinzip der Grundpfeiler, und zwar eben der grüne Pass als Vorläufer entstanden. Den haben wir im Februar gelauncht auf Infrastructure as a Service. Und dann haben wir, als auch diese EU-Vorgaben mit dazugekommen sind und unser QR-Code in der Größe dann durch die EU-Vorgaben sich verdreifacht hat, im Wesentlichen viele andere Punkte auch noch mit dazugekommen. Und die haben wir dann im Rahmen eines agilen Umsetzungsprojektes in sehr, sehr kurzer Zeit und unter auch sehr großem öffentlichem Interesse entsprechend hier im BRZ umgesetzt, alles auf Microservices-Architektur aufgebaut. Und ist auch genau so, wie wir es geplant hatten, dann mit diesen signifikanten Volumina extrem gut umgegangen. Das war sozusagen das, was man unter der Wasseroberfläche sieht. Die Spitze des Eisbergs ist die kleine, aber wie ich finde, feine Grüner Pass-App, die wir uns dann entsprechend auf Basis eines tollen Open-Source-Projektes, auf das mich eine Kollegin aufmerksam gemacht hat, entsprechend umgesetzt haben. Und da haben wir dann ein sehr kleines Team und eine extrem belebte MS Teams Chatgruppe dazu verwendet, um im Wesentlichen in 10 Tagen Time to Market inklusive umfangreicher Pentests und weiterer Verbesserungen diese App auf den Markt zu bringen, weil wir davon überzeugt waren, dass es neben den digitalen PDFs entsprechend auch eine gute Möglichkeit geben sollte, diese Zertifikate zu verwalten, insbesondere für Menschen, die natürlich entweder für die Familie diese App zum Einsatz bringen, das heißt mehrere Zertifikate haben und diese auch herzeigen wollen, und zum Zweiten jene, die vor allem eben Testzertifikate nutzen und da in sehr hoher Frequenz immer neue Zertifikate reinladen. Das war der Gedanke. Für mich war es auch eine sehr spannende Erfahrung, aufgrund der Medienöffentlichkeit und des Interesses rund um dieses Thema natürlich, denn diese App, die polarisiert in jedem Fall, den einen kann sie zu wenig, den anderen zu viel. Das, was für uns aber in der Konzeption von Anfang an im Vordergrund gestanden ist, war der Datenschutz, und im Wesentlichen haben wir dadurch auch viele Dinge nicht eingebaut, die man sich vielleicht erwarten könnte. Als eines der Stichworte, das ja sehr intensiv auch diskutiert wurde, war die Einbindung von den in den Endgeräten vorgesehenen Wallets, also hier entsprechend das auch zu nutzen. Da war es für uns einfach ganz klar, Gesundheitsdaten haben in irgendwelchen Clouds nichts zu suchen. Insofern haben wir da ausschließlich auf unsere App gesetzt und eben die Verarbeitung ausschließlich am Endgerät, und genau so haben wir sie dann konzipiert, dass sie möglichst einen kleinen Fußabdruck im Wesentlichen hat. Also schnelles, agiles Arbeiten im BRZ durchaus gefragt, gerade im App-Bereich, aber natürlich immer mit Fokus auf Sicherheit. Also das ist immer ganz wichtig. Fokus Sicherheit, aber auch natürlich Fokus Schnelligkeit. Gerade jetzt in diesem Bereich, bei dieser App-Entwicklung, war natürlich das gesetzliche Umfeld sehr schnelllebig. Es sind immer wieder neue Verordnungen gekommen, und auf das muss man dann natürlich auch als App-Entwickler hier oder App-Entwicklerin im BRZ reagieren. Oder überhaupt vielleicht gefragt, was sind denn so die größten Herausforderungen jetzt bei so einer App, die wirklich 3 Millionen Leute installiert haben? Das ist ja nicht nichts. Ja, also man muss im Wesentlichen fast mehrfach täglich die Nachrichten verfolgen. Es ist natürlich so, dass sich in diesem Feld extrem viel tut, und das ganze Team ist dadurch sehr stark gefordert. Was man normalerweise in 3-4 Wochen umsetzt, hat grundsätzlich hier immer den Anspruch, dass es in 3-10 Tagen fertig ist und dann auch durch den Store-Review bei den großen Anbietern durchgegangen ist. Das heißt, wir haben hier extrem schnelles Umfeld,
Und auch da müssen wir sehr, sehr tief als ganzes Produktteam in dieses Thema abtauchen. Die Kolleginnen und Kollegen wissen genau, wie man Verordnungstexte mittlerweile interpretiert und liest und was die Implikation drauf ist. Haben auch viele spannende Themen gefunden, die vielleicht widersprüchlich sind und hier auch aus technischer Perspektive unsere Auftraggeber entsprechend beraten. Aber in jedem Fall ist es so, dass diese App nicht stillsteht. Wir haben mittlerweile Version 41. Man sieht das vielleicht von außen nicht und denkt sich, ja, hat man einmal umgesetzt und seither ist sie die gleiche. Aber es gab so viele gesetzliche Änderungen in diesem Umfeld, dass wir die natürlich auch alle in Technologien nachziehen müssen. Und das ist in dieser Zeit passiert. Aber es ist ein sehr hoher Anspruch an das gesamte Team vom Account Executive beziehungsweise unseren Kolleginnen und Kollegen eben im Business Partner Management über die App-Entwickler, die App-Tester vor allem, die hier wirklich sehr, sehr viel Energie hineinsetzen, diese ganz vielen komplexen Zertifikats potenzielle Fehler darzustellen auch und zu überprüfen, ob dieses komplexe Regelwerk auch wirklich funktioniert in der Ansicht und in diesen ganzen Codes. Das ist im Wesentlichen das Thema im Test und dann natürlich auch im Betrieb. Wir wollen, dass diese App rund um die Uhr 24x7 auch entsprechend funktioniert und da braucht es ein ganz starkes Operations-Team und als Produktmanager darf ich natürlich hier auch meinen Beitrag leisten. Stichwort, du hast es schon erwähnt, Open Source. Jetzt muss man die Welt nicht immer neu erfinden, auch in der IT nicht. Es gibt oft Dinge, auf die man zurückgreifen kann. In diesem Fall war es ein Open Source Code aus der Schweiz, vom Schweizer BIT, das ist das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten, wo es auch eine Kooperation im Rahmen der EURETAS gibt. Das ist die Europäische Vereinigung der IT-Dienstleister des Public Sectors. Können wir uns vielleicht ganz kurz internationale Zusammenarbeit, wie läuft das im BAZ oder auch vielleicht gerade bei diesem Projekt? Ja, wir haben eben gesehen, dass es da wirklich eine sehr schöne und schlanke App gibt, die Open Source zur Verfügung steht. Und die Kollegen in der Schweiz haben das selber in 3 Wochen, also in einem extrem kurzen Zeitraum umgesetzt. Und da haben wir gesehen, okay, bevor wir selber noch einmal das Rad neu erfinden würden, können wir darauf aufsetzen und auch Zeit gewinnen. Das war vor allem dieser Zeitpunkt im Juni. Die Kolleginnen und Kollegen haben jeden Feiertag hier natürlich gesehen im Mai und Juni und wollten da auch möglichst zügig durch das Umsetzungsprojekt durchkommen, dass wir eben diese gesetzlichen Launch-Termine auch schaffen. Und insofern war klar, da könnten wir auf was aufsetzen, das eben technisch wirklich ganz großartig ist und entsprechend auch optisch attraktiv ist. Und insofern haben wir das als Basis genommen und das substanziell weiterentwickelt. Also es ging auch darum, dass wir diesen Open-Source-Gedanken insgesamt in diesem Umfeld weitertragen. Wir haben diesen Teil übernommen, im Wesentlichen für diese Wallet-Umsetzung. Auf der anderen Seite haben die Schweizer unseren Prüfkern für die Eintrittsregeln, diese Business Rules auf EU-Sprech entsprechend auch übernommen. Und vielleicht noch als Nebensatz, die Frontend- und Backend-Komponenten des grünen Passes, die 99%, von denen ich vorher gesprochen habe, die sind auch vollständig auf einer Open-Source-Infrastruktur aufgestellt. Und zwar meiner Ansicht nach der modernsten IT-Plattform Österreichs, eben einer PaaS, also einem Container-Framework OpenShift für all jene, die das kennen. Aber das war im Wesentlichen die Zusammenarbeit. Wir haben uns sehr stark abgestimmt mit den Schweizer Kollegen. Was haben Sie vor? Was haben wir auch dann auf unserer Seite gefunden? Auch insbesondere in puncto Web Accessibility haben wir doch deutliche Anpassungen noch gemacht. Auch das sieht man nicht. Aber für all jene, die eben nicht sehen oder sonstige Einschränkungen haben, ist das ganz essentiell, dass diese App auch entsprechend für Sie einsatzfähig ist. Und das waren Themen, die wir da im internationalen Austausch gemeinsam mit den Schweizern auch geteilt haben. Und selbstverständlich ist die App nach jedem neuen Release auch auf GitHub zur Verfügung. Und man kann sich hier ansehen, wie wir diesen Code weiterentwickeln. Ja, vielleicht noch kurz zum Thema Austausch. Internationaler Austausch ist ja auch im BAZ ein Thema. Das heißt, wenn Sie bei uns arbeiten möchten oder wenn Sie bei uns arbeiten, dann haben Sie auch in diversen Positionen die Gelegenheit, einen internationalen Austausch in Anspruch zu nehmen. Gerade die Kolleginnen und Kollegen von der EURETAS sind da immer wieder
dabei und schicken Leute zu uns, wir schicken Leute hin und her. Also da geht es auch ganz viel um Erfahrungsaustausch, der uns als BAZ und dann natürlich für Österreich auch hilfreich ist. Weil wir ja ein Recruiting-Format sind und weil Sie Fragen stellen können, schaue ich mal nach, ob es vielleicht schon Fragen gibt. Das ist nicht der Fall, aber wie gesagt, Sie können sich ja an unsere Recruiter und Recruiterinnen immer wenden. Ja, Recruiting-Format. Sprechen wir vielleicht noch kurz über verschiedene Jobbeschreibungen. Also wer soll sich beim BAZ bewerben, wenn er jetzt zum Beispiel bei diesem spannenden Projekt Grüner Pass dabei sein möchte? Welche Skills sind da gefragt? Wen suchst du auf gut Deutsch? Ja, also wir haben da extrem engagiert zusammengearbeitet. War wirklich toll zu sehen, wie da alle an einem Strick ziehen. Und auch dort hingreifen, wo es vielleicht die eigene Rollenbeschreibung jetzt im ersten Moment nicht unbedingt vorsieht. Also da haben alle ihr Mögliches getan und das war wirklich ein extrem schönes Erlebnis, obwohl es, denke ich, für alle extrem herausfordernd war, was wirklich eindrucksvolle Teamarbeit, die da stattgefunden hat. Und das waren natürlich ganz viele verschiedene Hände, die da zum Erfolg beigetragen haben. Und das sind auch die Profile, die wir natürlich für viele andere Projekte als auch den Grünen Pass suchen. App-Entwickler für Android und iOS, das sind für uns die strategischen Plattformen. Da wollen wir einen besonderen Schwerpunkt drauf legen. App-Tester, wir haben auch wirklich tolle Test-Tools jetzt mittlerweile im Einsatz, weil wir auch da schneller und automatisierter werden wollten. Operations Manager, Application Manager, Scrum Master, viele dieser Projekte laufen in der agilen Umsetzung, entweder eben in Scrum oder auch, wenn es noch größer sein muss und wir viele verschiedene Scrum-Teams zusammenfügen, in Scaled Agile Framework, das ist unser strategisches Zusammenarbeitsmodell, wenn es eben groß werden soll. Projektleiter, auch für manche dieser Projekte Softwarearchitekten, auch das ist ein Profil, das wir suchen und hier im Einsatz hatten. UI, UX Designer. Und auch insbesondere, ganz wichtig, unser Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern im Service Center. Auch da war es so, dass wir in den Stores und den verschiedenen Support-Kanälen natürlich einiges an Feedback bekommen haben. Gott sei Dank ist die App so einfach in der Nutzung, dass wir da vom Volumen her gut mitkommen konnten. Das ist schon erwähnt, mehr als 3 Millionen Installs und wirklich sehr, sehr aktive Nutzung. Insofern freut es uns, dass wir da zwar mit Rat und Tat zur Hilfe stehen, aber das Produkt in der Form gestaltet ist, dass es also nur ganz wenige Leute auch wirklich brauchen. Ja. Ich glaube, Clemens, du hast jetzt schon sehr genau gesagt, warum man sich bei uns bewerben sollte, also was hier die großen Herausforderungen und auch die spannenden Herausforderungen sind. Vielleicht noch kurz auf einer anderen Ebene, welche Eigenschaften suchst du als Recruiter oder als Person, als Arbeitgeber oder als Chef, je nachdem, also wer soll sich hier bewerben, welche Eigenschaften muss jemand mitbringen, damit ein BAZ gut aufgehoben ist? Ja, ich glaube, die Faszination dafür, was wir hier tun und die Möglichkeit, so viele Österreicherinnen und Österreicher zu erreichen mit der eigenen Arbeit, das ist sicher etwas, diese Triebfeder, die Begeisterung für die eigene Tätigkeit, das glaube ich ist ganz wichtig, dass man das mitbringt. Und ein bisschen Frustrationspotenzial auch, weil wer dankt einem schon, dass man im Prinzip unterbrechungsfrei Strom gekriegt hat als Energieversorger. So ähnlich ist es auch bei uns. Natürlich fällt es auf, wenn manchmal was nicht funktioniert, aber wenn es dann der Großteil alles im Wesentlichen funktioniert, dann kriegt man halt weniger Dank. Aber dafür kann man eben genau diese eigene Arbeit sehen in ganz vielen verschiedenen Händen. Für mich ist das wirklich cool als Produktmanager für die Grüne Pass-App, dass ich ja so an jeder Ecke im Prinzip Menschen sehen kann, die das auch nutzen, wofür wir so hart gearbeitet haben. Aber es gibt viele andere Berührungspunkte, die eben nicht so bekannt sind, wo aber das BAZ am Ende die Leistung erbringt. Finanz Online ist eins der schönen Beispiele, auch das Führerscheinregister oder auch das Grundbuch. Also wir berühren wirklich ganz viele Österreicherinnen und Österreicher im alltäglichen Leben. Und deswegen braucht es auch, glaube ich, diesen Willen zur stetigen Verbesserung. Das ist mir persönlich ganz wichtig im Produktteam, dass jeder sieht, da müssen wir was tun, da wollen wir, da können wir uns verbessern. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Teamplayer ist natürlich auch wichtig, dass man hier eben, wie vorher schon kurz erwähnt, in so komplexen Themen auch zügig und sehr ergebnisorientiert zusammenarbeitet.
Aber, und das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zu vielen anderen IT-Dienstleistern und Startups zum Beispiel, bei uns ist natürlich der Datenschutz und die Sicherheit ganz, ganz groß geschrieben. Das heißt, deswegen kommen manchmal Themen auch bei uns spezifisch zum Zug. Wir brauchen als öffentliche IT diese Betriebsstabilität. Wir wollen sicher gehen, dass das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die IT-Verfahren, die wir hier betreiben, immer exzellent bleibt. Und insofern können wir uns da keinen Patzer leisten. Insofern stehen Sicherheit und Datenschutz für uns ganz, ganz vorne. Ja, Clemens, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Letzte Frage vielleicht noch, wenn ich mich jetzt beim BAZ bewerbe, dann sage ich, naja, grüner Pass, schön und gut, aber die Corona-Krise, die wird hoffentlich irgendwann vorbei sein. Und dann ist es vielleicht das auch mit dieser grünen Pass-App gewesen. Wir hoffen das natürlich alle, aber wie geht es dann weiter? Was sind die großen Herausforderungen, vielleicht ganz kurz noch, die dann vielleicht danach kommen? Worauf schaust du schon als Produktmanager? Ja, sehr spannend wird in den nächsten 2-3 Jahren ein ganz großes Programm. Und zwar der Digitalisierungsfonds ist ein wesentlicher Teil der Modernisierung und digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung. Das ist ein ganz, ganz großer Budgettopf, der sich im Wesentlichen in Digitalisierungsprojekten ausdrücken wird. Da sind wir sicherlich ganz vorne mit dabei, an diesen Umsetzungen mitzuwirken. Und da brauchen wir diese genannten Profile eben im Mobile Development, aber auch Full Stack. Wir haben ganz, ganz tolle Möglichkeiten hier. Also uns geht die Arbeit sicherlich in den nächsten Jahren nicht aus. Wir haben einen sehr starken Wachstumskurs die letzten Jahre gehabt und das, denke ich, wird auch im nächsten Jahr genauso weitergehen. Clemens, ich schaue noch ganz schnell, ob unsere Zuseherinnen und Zuseher Fragen haben. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wenn Sie nachher vielleicht oder wenn Sie eine Aufzeichnung sehen, noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei unserem Recruiting-Team. Und wenn Sie Interesse an einer Bewerbung haben oder mal schauen möchten, welche Jobs bei uns ausgeschrieben sind, dann gehen Sie auf baz-jobs.at und ja, vielleicht, Clemens, haben wir bald neue Kolleginnen und Kollegen hier im Haus. Ich glaube, wir würden uns beide sehr freuen. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Danke, Clemens, dass du dir trotz vollem Terminkalender Zeit genommen hast, bei uns hier dabei zu sein. Das nächste BAZ Live, BAT Live kommt sicher. Ich hoffe, Sie sind dann auch dabei. Danke fürs Zuschauen. Servus.